Deutschland hat ja viel produzierendes Gewerbe. Wenn das einmal weg ist und zu ist, dann ist das auch zu. Wenn es sich dann in einem anderen Land wieder aufbaut, dann ist es auch erstmal da. Und dadurch, dass hier wirklich hart der Mittelstand getroffen wird, also den trifft es gerade in aller Härte, und die machen die Unternehmen einfach dicht. Die gehen gar nicht insolvent, machen die wenigsten, sondern wenn ich einfach merke, ich kann die nicht mehr kostendeckend produzieren, dann höre ich natürlich auf, bevor ich gegen die Wand fahre. Na, deswegen bei den Insolvenzen, die sind sehr hoch, aber was man sich angucken muss, sind die Unternehmensaufgaben, die Unternehmensschließungen, die von sich aus. Und da haben sie gerade Zahlen, die ich Ihnen noch nicht mal nennen kann, weil da jeden Tag was Neues reinrutscht. Na, selbst die Regierung kann da noch nicht so ohne weiteres die Zahlen nennen. Was den Staatshaushalt angeht, muss man sich mal klar machen, allein dieses Jahr hat der Bund 500 Milliarden Euro zusätzliche Schulden gemacht oder beschlossen. Das ist eine Erhöhung um ein Drittel der Bundesschuld. Wir bezahlen jetzt 42 Milliarden Euro jedes Jahr nur an Zinsen. Tendenz steigend. Ja, das sind ca. 10% des Bundeshaushalts jetzt. Also das kann hier nicht mehr lange gut gehen. Es wird dann irgendwann die Situation kommen, die Arbeitslosigkeit steigt. Das belastet wiederum die Sozialkassen. Da muss der Staat also hingehen und zusätzliches Geld in die Sozialkassen investieren. Wo soll dieses Geld herkommen? Das sind weitere Schulden, die sie dann machen werden. Weil das Problem dieser Regierung ist, Sie haben es gerade gesagt, eigentlich sollte es ja vernunftorientiert sein. Und vernünftig wäre, jetzt im Bundeshaushalt Titel zu streichen, die man nicht braucht. Das wollen die aber nicht, weil die klingen alle so toll. Und die wollen die unbedingt haben, das werden sie also nicht machen, also weitere Schulden. Und dann sind wir irgendwann in der Situation wie Griechenland. Ja, wir befinden uns gerade in der Griechenlandisierung Deutschlands. Muss man leider so sagen. Ja, und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir dann halt am Kreditmarkt auch keine Kredite mehr kriegen werden. So, und zusätzlich haben wir noch das demografische Problem. Ja, die Babyboomer gehen demnächst in Rente. Auch das wird die Rentenkassen belasten. Ja, also wenn man jetzt nicht einlenkt, dann kann ich eben nicht sagen, wie man in ein paar Jahren diesen Staat noch finanzieren soll. Also Sie haben jetzt die Situation, man geht auch an die Substanz ran. Also der Staat hat ja auch Eigentümer, Brücken, Gebäude, Schulgebäude. Die werden ja alle kaum noch saniert, nicht mehr repariert. Und damit leben sie faktisch von der Substanz, von dem Vermögen des Staates, den die vergangene Generation aufgebaut hat. Das geht gerade auch massiv runter. Auch diese Rücklagen sozusagen in Gebäuden und sonst was wird verbraucht. Ja, eine Brücke, die haben wir schon geschlossen. Stellen Sie sich mal vor, in NRW machen wir nochmal 2, 3 Brücken dicht. Da haben wir jetzt schon wegen einer ein Riesenverkehrschaos hier. Deswegen sage ich, es ist sehr dringend, jetzt schnell einzulenken, weil sowas müssen wir verhindern, sowas können wir auch noch verhindern. Man muss halt nur konsequent handeln.